Ich muss auch mal sagen, wenn man sich einen Pizzateig selber macht, was immer die bessere Idee ist, ist es auch nicht teurer. Pizzateig kostet ja nichts, ne? Nee. Weil wir brauchen Mehl, wir brauchen ein kleines bisschen Hefe und Wasser und Salz am Ende. Das war's, ne? Lisa Angermann, unsere Sterneköchin, ist heute wieder für uns im Einsatz. Und ja, genauso alt wie das Pizzarezept an sich ist auch das, was du heute machst, oder? Du liebst ja auch alte Rezepte. Genau. Ich hab's ja vorhin schon mal zum Anfang der Sendung gesagt, ich sammle ja Kochbücher wie eine Verrückte, sehr zum Ärger meines Mannes manchmal. Wir dürfen nie mehr umziehen, weil... Ja, kannst du vergessen. Das ist eine Katastrophe. Ja. Wie viel hast du, schätzt mal ungefähr? Ja, wahrscheinlich so circa 500. Ja, genau. Die sind ja oft mal, diese Kochbuch gibt es auch nicht als Taschenbuchversion, ne? Nee, das sind dann schon oft immer dickere. Ja. Und, aber ich liebe das einfach, ich bin da auch komplett, ich kann auch mit digital, ehrlich gesagt, da nichts anfangen. Ich brauche so ein Buch in der Hand. Ja. Und habe halt auch einfach das Glück, dass auch immer so ganz viele, die das wissen, die bringen dann auch alte Kochbücher, kriege ich dann ab und zu auch mal geschenkt. Mhm. So sammelt sich das dann immer an. Und es geht heute tatsächlich um alte Familienrezepte. Ich habe jetzt mal so ein bisschen, gar nicht so ein komplettes Familienrezept mitgebracht, sondern mir eher so Sachen rausgepickt und habe die quasi zusammengefügt. Und ich würde mal hiermit tatsächlich anfangen, weil das ist eine Schweinezunge. Und ich liebe das. Ja. Bei uns, also bevor dieser vermeintliche Trend von Nose to Tail halt irgendwie, also das ganze Tier zu verarbeiten und nicht immer nur die Steaks zu essen, aufkam, war das bei uns gang und gäbe zu Hause. Also es gab Zunge, es gab generell auch Innereien wie Kaninchenleber mit Kartoffelstampf oder bei Oma Frieda gab es zum Beispiel immer Rührei mit Hirn. Das könnte man sich vielleicht einen schöneren Namen für überlegen. Das vielleicht ist richtig. Das denkende Ei. Rührei mit Hirn, ja, sehr, sehr köstlich. Wie wird denn das Hirn zubereitet, wenn ich mal frage? Was für ein Hirn gebraten. War das denn dann? Das kam immer drauf an, entweder vom Schwein oder vom Rind oder vom Lamm auch manchmal. Also, das wird dann irgendwie angegrillt? Oder? Das wird ganz normal angeröstet in der Pfanne. Okay. Eine ganz butterzarte Textur. Mhm. Sehr, sehr lecker. Und Zunge liebe ich persönlich sehr. Weil es einfach wahnsinnig gesund ist. Es ist mager. Sieht kaum Fett da drin, ne? Das ist es ist unfassbar eiweißreich, muss man auch noch dazu sagen. Und es ist ja nicht so, viele denken ja immer, oh je, Zunge. Und die war ja mal in einem Tier. Und das Tier hat ja auch Sachen gegessen. Aber es ist ja tatsächlich so, auf der Zunge ist ja eine Haut. Ja. Und die wird beim Kochen dann halt auch natürlich auch weggenommen, ne? Und dass das ganz zart ist, das Fleisch, das ist eigentlich auch ganz logisch, weil wissen ja alle... Es ist ein Muskel. Genau, und so eine Zunge an sich ist ja schon mal so ein sehr sensibles Gerät. Ich habe jetzt hier einen ganz kräftigen Fleischfond. Mhm. Da gebe ich die Zunge jetzt rein. Die Zunge ist natürlich schon gegart. Ja. Was heißt, wie hast du das gemacht? Die wird einfach... also man kann Zunge entweder schmoren. Ja. Auch sehr, sehr köstlich. Kriegt man auch eine fantastische Soße. Kannst du mir nebenbei was schniedern? Unbedingt. Ja. Schniedern? Schniedern. Ja. Und zwar einfach den Lauch schon mal so ein bisschen. Okay, ja. Oder man kann die natürlich aber auch in einem Gemüsefond mit ein bisschen Gewürzen einfach drinne köcheln lassen. Dann, wenn die gar ist, wenn die Butter zart ist, nimmt man die raus. Macht noch im heißen Zustand eben die Haut von der Zunge ab. Ja. Und hat dann wirklich ein perfektes, gesundes Fleisch. Aber jetzt hast du sie ja noch mal wo reingetan. Ja, ich habe die jetzt hier nur reingetan, weil du möchtest ja jetzt nicht die Zunge kalt essen. So, du machst sie nur noch mal warm quasi. Ich mache die jetzt quasi nur warm und nutze dafür einmal die Fleischbrühe, die wir dann jetzt gleich für unsere Meerrettichsoße mit hernehmen. Mhm. Weil es wird nämlich auch noch eine Meerrettichsoße dazu geben. Hier habe ich schon mal eine Pfanne aufgestellt. Da machen wir das ist von meinem Papa quasi. Das gab es in seiner Kindheit immer. Das ist einmal ein Spinat-Porree-Gemüse. Mhm. Deswegen schneidest du den Porree. Ja. Und dann habe ich noch etwas mitgebracht. Ich muss nur ganz kurz hier für unsere Meerrettichsoße, habe ich jetzt hier die Butter geschmolzen. Und gebe jetzt hier Mehl dazu. Das ist eine ganz klassische Mehlschwitze. Ungefähr Butter und Mehl zu gleichen Teilen. Mhm. Und dann wird das einfach so verrührt. Und dann siehst du ja, es ist am Ende des Tages, ist es dann unsere Bindung. Bei einer Mehlschwitze muss man immer drauf achten, die soll nicht gebräunt werden.
sondern es soll ja eine weiße Soße werden. Deswegen geht es jetzt hier eigentlich wirklich nur darum, die Stärke ein bisschen von dem Mehl auszukochen. Aber es darf jetzt nicht braun werden. Mhm. Das heißt, nicht so ganz hochdrehen wahrscheinlich. Ne? Deswegen, genau. Oder halt, wie ich jetzt in dem Fall, rühren. Mhm. Und wenn sich das dann alles schön miteinander vermischt hat, hier kann auch noch ein bisschen rein. Dann löschen wir das Ganze mit unserer Fleischbrühe in dem Fall jetzt ab. Geben noch ein bisschen Sahne, Meerrettich logischerweise und Milch mit dazu. Und lassen das einfach einköcheln. Und ganz zum Schluss kommt dann hier auch die Zunge mit rein. In welcher Form hast du denn den Meerrettich vorbereitet? Der Meerrettich ist ein ganz klassischer Sahne-Meerrettich. Ja. Wie man ihn im Glas kennt. Man kann natürlich aber auch frischen Meerrettich nehmen. Nur da auch wirklich immer ein bisschen Achtung. Das kann auch mal schnell ein bisschen werden. Zu scharf werden. Ja. Die muss man dann so reinreiben, ne? Genau. So. Für unser Lauch-Porree-Gemüse darf natürlich auch Butter nicht fehlen. Das kommt hier nebenbei schon mal in die Pfanne. Und da geben wir jetzt einfach schon mal Zwiebeln mit dazu. Und dein Porree würde ich dir schon abnehmen. War das genug? Ja, das passt. Ein bisschen kannst du noch schneiden, den geben wir dann gleich noch dazu. Okay. Der eine reicht. Und sag mal, die Dinge, die du dir ausdenkst, dann schreibst du die auch alle auf in so ein kleines, ich stelle mir das vor, in so ein kleines, schon total vergriffenes Büchlein, ja, mit so ganz vielen kleinen Notizen und Zeichnungen drin. Auf jeden Fall, ja? Das mache ich. Da bin ich sehr, also manchmal ein bisschen nachlässig, aber doch, das wird auf jeden Fall, kommt das immer bei mir zu Hause, immer sobald ich Zeit habe, wird das. Und da bin ich auch sehr analog, also ich möchte da auch irgendwie nicht, dass das digital verfasst wird. So. Also es ist nicht so, dass du dich der digitalen Technik so total verweigerst, ne? Nein, also nein, im Gegenteil. Nein. Nur bei Rezepten bin, ja, bin ich da wirklich noch ein bisschen, ja, altbacken unterwegs, sag ich mal. Ja, ich find's ehrlich gesagt auch immer ein bisschen komisch, dann so in der Küche so mit so Geräten rumzuhantieren, ja, wie einem Tablet oder einem find Smartphone. Finde ich auch schwierig tatsächlich. So, jetzt gib mir hier mal ein bisschen. Das nehmen wir jetzt mal rüber. Dann kann man das hier nämlich auch besser sehen. Wir lassen jetzt hier wirklich unseren Zwiebeln und den Porree lassen wir jetzt hier einfach miteinander anschmörkeln, sage ich einfach mal, dass das schön zusammenfällt. Und du siehst jetzt hier schon bei unserer Soße, ja, dass das schon eine ordentliche Bindung bekommen hat. Benutzt du eigentlich manchmal sowas wie Soßenbinder? Ja, natürlich, das ist keine Schande. Ja? Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe das neulich mal probiert, ich habe es aber irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Wie machst du das? Nur mal ganz kurz zwischendurch. Also die Speisestärke oder Kartoffelstärke, je nachdem, die muss in ganz klein bisschen Wasser muss die aufgelöst werden. Mhm. Und dann wirklich nicht alles auf einmal rein, sondern sich langsam antasten, weil sonst kann es halt auch schnell zu fest werden. Ja. Das kann auf jeden Fall passieren. Jetzt kam der Meerrettich rein. Jetzt kam der Meerrettich rein, genau. Durch die Sahne drin wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen cremiger, ne? Genau. Direkt von der Beschaffenheit. So, und jetzt kommen wir zu dem, ja, wichtigsten eigentlich für unser Gericht noch mit dazu. Und zwar habe ich kleine schlesische Klöße noch mitgebracht. Mhm. Du weißt ja, ich als Thüringerin habe ja eine große Liebe für Klöße. War dir das jetzt zu fest, ganz kurz? Weil du jetzt das noch war ein jetzt früher? Zu fest, ja. Okay. Das muss man einfach selber für sich ein bisschen schauen und sich da immer wieder dran tasten und halt einfach aufpassen, dass es nicht anbrennt. Klöße, genau. Also du hast eine große Leidenschaft für Klöße. Ja, eine große Leidenschaft für Klöße. Hier habe ich jetzt einfach aus Zeitgründen natürlich schon vorbereitet. Wir haben Kartoffeln, mehlig kochende Kartoffeln, haben wir einmal gekocht. Danach haben wir sie kurz ausdämpfen lassen, haben sie durch eine Kartoffelpresse gedrückt und haben einfach noch ein bisschen Kartoffelmehl noch mit dran gemacht. Ja, Kartoffelmehl? Ja, also Kartoffelstärke. Und warum? Und ein Ei für die Bindung. Ja, okay. Und dann kam noch... Jetzt hast du hier den... Entschuldigung, ja, du darfst nicht vergessen, was du machst hier. Ja, ich erzähle das doch gleich alles. So. Guck mal, wir haben jetzt hier einfach nur unseren Porree mit Rahmspinat. Ja. Quasi... vermengt. Und das lassen wir jetzt hier erhitzen. Man kann natürlich auch frischen Spinat nehmen. Da muss man halt einfach nur ein bisschen mehr nehmen. Und das lassen wir jetzt hier auf kleiner Flamme
vor sich noch mal ein bisschen hinköcheln. Aber der sieht gut aus. Das war der, der vorher noch gefroren war, ne? Genau. Hat man ja immer im, also zumindest ich habe das immer im, im Frost. Das ist schon praktisch, wenn es ein paar Sachen gibt, die man einfach auch mal langfristig irgendwo ein bisschen lagern kann, ne? Genau. Kommen wir noch mal zu unseren Klößchen. Also, ganz klassischer Kartoffelteig. Und dann ist die Besonderheit bei den schlesischen Klößchen, dass man die quasi abdreht. Auch hier noch mal ein Tipp für alle, wo es schnell gehen muss. Es gibt ja mittlerweile auch schon fertige Knödelino heißen die, glaube ich. Also aus fertigen Klosteig schon so abgedrehte Klößchen. Ja, da hatte ich ein fürchterliches Erlebnis für Silvester. Erzähle ich gleich. Mach du schon weiter. Und dann nehmen wir uns die jetzt hier einfach und drücken uns hier eine Kuhle rein. Und das ist die Besonderheit an den schlesischen Klößchen, weil das natürlich dann absolut perfekt ist für alles, was Soßengerichte sind, weil natürlich die Soße dann hier in unsere kleinen Kuhlen halt reingehen. Ne? Niedlich. Also das ist halt wirklich perfekt. Jetzt gucken wir, dass es nicht ganz so dolle kommt. Sind die schlesischen Klöße immer so klein oder ist das jetzt nur so von dir so? Nein, die sind tatsächlich immer so klein. Man kann sie auch größer machen, aber dann dauert es halt einfach länger auch mit dem Garn, aber ursprünglich sind sie tatsächlich so klein. So, und jetzt geben wir die hier in unser Wasser. Genau, ich hatte nämlich für Silvester, da haben wir uns gedacht, wir feiern alle ganz, ganz viele Leute zusammen und jeder bringt ein bisschen was mit. Freunde haben Gulasch gemacht. Ich hatte mich um die Klöße gekümmert, die hatte ich als Fertigkloß gekauft. Mhm. Und das war eigentlich idiotensicher, also haben alle gesagt. Und das, aber war da nicht Ich weiß nicht, was los war. Ich hatte 15 Minuten, musste man die da irgendwie im Wasser. Also ich habe mich exakt an die Vorgaben gehalten. Es war letztendlich Kartoffelbrei. Oh je. Ja, also beim Rausholen der Klöße war die... Aber hast du die arg kochen lassen? Weil bei Klößen ist es halt wichtig, die dürfen nicht wie heiße Wäsche kochen, sondern die ziehen ja dann eigentlich eher. Mit offenem Topf, weiß ich noch, stand da. Es war wahrscheinlich zu heiß, ne? Das Wasser, oder? Vielleicht hat es zu lange gekocht. Kann gut sein, dass es zu lange gekocht hat. Das gab ein großes Hallo. Oh je. Ja. Oh je, oh je. Ich wurde ganz fürchterlich ausgelacht. Aber wenn die Leute lachen, ist es auch immer schön. Das ist doch am Ende des Tages auch dein Job. Du arbeitest in der Unterhaltungsbranche. Da muss man die Leute auch zum Lachen bringen. Und am Ende haben immer alle nur von diesen Klößen gesprochen. Das war auf jeden Fall die Geschichte des Abends. So. So, wir geben jetzt hier in unsere Soße, weil die jetzt noch mal ein bisschen angedickt ist, geben wir jetzt einfach noch mal eine Kelle von unserer Brühe mit rein. Und dann habe ich hier quasi schon geschnitten einmal Kerbel und ein bisschen Schnittlauch. Das kommt jetzt auch noch mit dazu. Wir haben übrigens das Rezept, falls Ihnen das ein oder andere zu schnell geht, wobei das Lisa wirklich hervorragend erklärt hat. Trotzdem können Sie sich das gerne noch mal angucken hier mit Ihrem Tablet oder Smartphone. Einfach den QR-Code einlesen, dann werden Sie direkt zum Rezept geführt. Ich habe jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen Schmand oder Creme Fraiche mit dazu gemacht. Und dann finde ich immer ganz wichtig, dass wir quasi einfach noch ein bisschen frischen Muskat mit reinreiben. Ich finde, das muss wie beim Kartoffelstampf auch darf das bei mir nicht fehlen. Das ist so eine ganz witzige. Das ist ja praktisch, dass das da schon mit drin ist. Genau, bei den Reiben immer nur aufpassen. Ich tue mir da regelmäßig immer die Hände quasi. Ja, man braucht wirklich nicht viel, wie es aussieht. Ne? Nee. So ein bisschen reicht schon. So. Jetzt sieht das doch hier schon alles ganz hervorragend aus. Jetzt heben wir hier mal einmal unsere Zungen quasi raus. Da hätte ich jetzt vielleicht das, die lagen da jetzt ja eine Weile drin, bestimmt so 10, 12 Minuten, dass sie dann zu trocken, oder nicht zu trocken, aber zu fest werden oder so, kann nicht passieren. Das kann nicht passieren, nein. Okay. Das ist bei Zunge ganz im Gegenteil, die wird dann richtig schön weich. Aber sie hat auf jeden Fall eine sehr interessante Optik. Man kann die natürlich auch in unterschiedliche Formen schneiden. Ja. Man kann die auch einfach nur halbieren, aber manche tun sich ja dann vielleicht auch einfach ein bisschen... Ja, mit der Form halt schon tatsächlich schwer. Deswegen finde ich das auch so sehr schön, wenn man die dann so aufschneidet. Ich würde sie auch eher so präsentieren, dass man die ursprüngliche Zunge vielleicht... Man könnte die jetzt rein theoretisch noch zusammenpuzzeln wieder, aber das macht ja keiner. So, jetzt haben wir hier noch mal unsere Meerrettichsoße. Oh, ich würde noch ein ganz kleines bisschen Meerrettich dazugeben. Ja, bitte. Ich liebe ja Meerrettich. Das habe ich mich auch die ganze Zeit darauf gefreut. Ich bin ein großer Meerrettich-Freund. Deswegen arbeite ich jetzt hier auch nicht mit Pfeffer, weil ich finde, dass der Meerrettich da einfach einen richtig schönen Geschmack hat. Mhm. Hier geben wir jetzt auch noch ein bisschen Salz dazu und dann können wir
schon fast anrichten. Unsere Klößchen nehmen wir wirklich erst ganz zum Schluss raus. Wenn die so klein sind, brauchen die, was meinst du, 5 Minuten? Ja, so gute 5 bis 6 Minuten. Mhm. Dann würde ich uns schon mal Teller organisieren. Aber wie ist das so bei dir? Gibt es bei dir in der Familie, gibt es da klassische Familienrezepte? Auf jeden Fall. Meine Mutter ist ja Österreicherin. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele so Mehlspeisen, die immer schon auch von Oma gekocht worden sind und von meiner Mutter wiederum. Und irgendwie setzt sich ja dann auch wie so ein gewohntes Essen auch durch. Also ich bin da sehr geprägt. Das war schon für uns damals immer toll, wenn es dann so Topfpalatschinken gab oder so Strudel und solche Dinge. Und da gibt es natürlich Rezepte von meiner Oma. Und bewahrst du die auch so auf? Oder? Ja, ich jetzt nicht, weil ich verbasel immer alles. Ich weiß aber, wo meine Mutter die stehen hat, wenn ich sie mehr bräuchte. Aber das ist wirklich eine tolle Küche. Können wir auch mal machen. So ein bisschen was Alpenländisches vielleicht. Ne? Unbedingt, ja. Wobei, da habe ich natürlich eine starke Konkurrenz mit Christian. Ja, aber du kannst es ja mal auf deine Thüringer Art und Weise interpretieren dann hier. Das können wir machen. Ihr habt ja auch ein paar Berge. Das stimmt, ja. Und viel Wald vor allen Dingen. So, während Lisa das jetzt hier noch lecker anrichtet. Ich lasse sie erst noch mal fertig machen. Ich freue mich schon sehr drauf. Klöße. Und hierbei muss man erzählen, es gibt auch die sogenannten Hoppeklöße. Das sind auch schlesische Klöße, die aber in einer Pfanne dann noch mal angebraten werden. Ja. Mit Deckel und dann werden die so geschwenkt. Und weil die halt hochhüpfen, hießen die halt Hoppeklöße. Ah. Genau, vom Prinzip her das gleiche Prinzip. So, jetzt wir setzen jetzt unsere Knödelchen hier drauf. Und dann noch die Soße. Und dann natürlich noch unsere Soße. Und auch das ist ja so ein Thema von mir aus Thüringen. Müssen wir ein bisschen Gas geben, Lisa, ohne dass ich dich unter Druck setzen will? Soße darf auf gar keinen Fall fehlen. Ah, guck mal, jetzt hat es auch eine richtig gute Konsistenz. Ne? So wollten wir das haben. Und das werde ich gleich dann mal probieren. Genau. So, bisschen Kerbel noch. Jetzt geht's los, Lisa. Also das sieht ja toll aus. Du hast jetzt gerade noch ein bisschen, glaube ich, Zitrone drüber gerieben. Ja, das ist noch ein bisschen frischer Wort mit dem Meerrettich. Das mag ich gerne. Guck mal hier, das sieht ganz toll aus, weil diese kleinen schlesischen Klößchen könnte man fast für so Ravioli oder sowas halten. Mhm. Ne? Mit so kleinen Gnocchi an. Ja, richtig, auch, genau. Mh. Oh, lecker. Also, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier haben? Wir haben einmal die Zunge in der Fleischbrühe ganz leicht ziehen lassen, haben daraus dann einmal die Meerrettichsoße gemacht mit Schnittlauch und Kerbel. Dazu gibt es die kleinen schlesischen Klößchen mit dem Loch in der Mitte. Und wir haben einmal von meinem Papa das Spinat-Porre-Gemüse, was er immer als Kind essen musste. Siehst du mal. Komm, zum Wohl. Da trinken wir doch mal ein Stückchen. Zum Bierchen kriegt man, glaube ich, dazu, ne? Mhm. So, jetzt probiere ich zum ersten Mal die Zunge. Mal schauen. Oh, die ist aber zart. Die ist aber zart. Halleluja. Hervorragend. Mhm. Oder? Super lecker. Also, ich liebe es wirklich sehr. Wahnsinn. Und auch gerade für gesunde Ernährung wirklich perfekt. Sehr, sehr zart. Und diese Zitronen, die du da noch rüber gerieben hast, schmeckt man sofort auf eine sehr angenehme, frische Art und Weise. Jetzt mal die Klöße hier mit der Meerrettichsoße. Auch perfekt. Von dem Meerrettich finde ich nicht zu viel, nicht zu wenig. Man merkt diese leichte Schärfe. Toll. Also ein ganz tolles Rezept, liebe Zuschauer. Probieren Sie es mal aus. Es schmeckt hervorragend, kann ich Ihnen versichern. Vielen Dank, liebe Lisa. Es war Dankeschön. Mir ein Vergnügen. Ich esse auch gleich noch ein bisschen weiter. Heute Abend ist übrigens Stefanie Hertel im Riverboot, liebe Zuschauer. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Um 22 Uhr geht's los und viele andere tolle Gäste. Lohnt sich auf jeden Fall das Einschalten. War eine sehr schöne Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Julia Menger ist für Sie dann am Montag wieder hier. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.